Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Remastered mit Delta bei der Bow-Only-Challenge. Was haben wir uns letztens gemacht? Wir haben uns letztens den komischen Schmetterling gekillt. Und jetzt gehen wir weiter und zwar wird es jetzt, glaube ich, Zeit für die Schandstadt. Glaube ich zumindest. Wir können vorher noch, obwohl, können wir das? Können wir eigentlich machen. Wir können vorher noch eine Feuerhinterin-Seele holen. Von Neulondo. Ja, wir sind langsam relativ fortgeschritten im Abenteuer, würde ich sagen. Pinwheel können wir vorher eigentlich auch noch machen. Obwohl, nee, machen wir nicht vorher, dann machen wir nach Quileg. Also nach der Schandstadt. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Keine Ahnung. Ich hoffe, euch gefällt das bisher. Ich nehme heute wieder mit dem anderen OBS auf. Es sieht doch ein bisschen smoother aus und ich habe einen Timer. Noch irgendwas? Ah, ich werde wahrscheinlich eh wieder die Hälfte vergessen von dem, was ich sagen wollte. Also fangen wir einfach an. So, wie gesagt, zuerst zu Quileg. Also Schandstadt. Ah ja, wir Neulondo holen wir uns noch einen Bogen. Das war noch relativ wichtig. Also gehen wir jetzt erstmal nach Neulondo. Feuerhinterin, Seele und Bogen. Ich möchte auch eins anmerken. Ich hoffe doch, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Projekt wie ich. Und ich muss sagen, ich habe ziemlich viel Spaß dabei. Endlich mal ein bisschen Dark Souls. Ganz für mich alleine und dann, um es doch zu teilen. So. Ist theoretisch wie ein Stream ohne Chat. Ist mal ganz angenehm. Einfach nur für sich zu spielen. Und ja. Gehen wir erstmal zu Neulondo rüber, wie gesagt. Das hier brauchen wir dafür. Gott, ey, da kommen jetzt halt die Geister, ne? Ich weiß nicht, ob ihr mit den Geistern vertraut seid. Ja, die können ganz schön nerven. Und dann, ich weiß gar nicht, wie weit wir fortschreiten können. Nicht sehr weit. Also ich muss auf jeden Fall irgendwo da hinten. Da liegt noch ein Bogen rum, den ich haben will. Kompositbogen, das ist dann sozusagen der Nahkampfbogen. Für mich. Da habe ich den hier für die Ferne. Und den anderen für den Nahkampf. Und das klingt doch ziemlich durchdacht. Habe ich recht? Das weiß ich nicht, mal die starken Pfeile. Ja, das sind starke Pfeile. Verdammte Scheiße. Und groß. Groß sind sie. So. Jetzt hoffen, dass ich nicht runterfalle. Oh Gott, kann ich die anschießen? Jawohl. Okay. Ja, wir werden auf große Pfeile umsteigen. Sobald wir können. Sage ich jetzt mal. Und. Oh, die Kamera. Meistens bringt einer die Kamera um. Statt der Geister. Man muss sehen, das ist eigentlich nur ein ganz schmaler Abschnitt, wo man drauf stehen kann. Und ja. Bam. Kein Problem. So, da haben wir unsere Feuerhüterin-Seele. Oder Feuerhüterseele. Feuerhüterseele. Die haben wir schon mal safe. Jetzt begeben wir uns noch zum Bogen. Es ist immer noch warm. Ich schwitze. Und was macht ihr so? Ich schwitze, was macht ihr so? Ich hoffe doch, bei euch ist es temperierter. Angenehmer. Oh, sehr schön. So. Hier würde ich eigentlich ganz gerne durchrennen. Ich weiß aber nicht, was das für Folgen für mich hat. Von daher versuche ich, wieder rauszugehen.
Und die natürlich alle wegzuboxen. Damit ich hier schön safe bin. Wir mögen es safe zu sein, zumindest mit dem Bogen. Mit dem Bogen bin ich gerne safe. Hallo. Wollt ihr nicht noch ein bisschen spielen? Verkackten Geister. Wow, wo will der denn hin? Nein! Oh, Geister sind echt Divas. Ich versuche das jetzt mal hier. Okay, ist keine gute Idee. Ja, es ist keine gute Idee. Okay, versuchen wir sie einfach so weit wie möglich rauszulocken. Dass ich dann schön eins nacheinander. Eine nach den anderen wegballern kann. Bam. Bam. Okay. Das sollten doch alle gewesen sein, habe ich recht? Stimmt's? Stimmt's? Sieht gut aus. Ich hoffe, in dieser Folge hört man den Controller nicht so laut wie in der letzten. Das ist mir erst später aufgefallen. Ich kann aber auch eigentlich nur relativ wenig dagegen machen. Wenn ich das kurz behaupten darf. Kommt der hinterher? Jo. Oh Gott, das ist schon wieder so ein komisches Gefühl, dass man einfach nur weiß, ey, man hat eigentlich nur einen Bogen. Deswegen hätte ich gerne einen Nahkampfbogen. Ich dachte immer, da ist einer an der Wand, aber okay. Da ist da eben niemand. Oh. Du bist mir neu. Okay. So. Nochmal geile Wanderflüche. Die ich wieder unten reinmachen sollte, weil sobald unten dieses ausgegraute Symbol wieder farbig wird, sag ich mal, ab da wirkt der Fluch nicht mehr und ich muss einen nachlegen. So, da drüben liegen ein paar Seelen rum. Oh gut, ich schaff's hier einfach durchzulaufen. Puh. Hätte nämlich nervig werden können. Okay, was wir jetzt machen, wird echt knapp, würde ich sagen. Ich renne mich hier durch. Weil ich nämlich eigentlich nur... ich bin nur einen falschen Weg gegangen, das ist toll. Ich will eigentlich nur... Oh oh. Oh oh. Too much ghosts. Too many. Oh fuck, ich bin den falschen Weg gegangen. Bin tot. Sowas von tot. Scheiße. Leute, überlegt's euch doch nochmal. Ah, fuck. Ich bin den falschen Weg gegangen. Ich weiß aber noch nicht, wo der richtige ist. Wer ist sie denn? Ey, diesen großen Geist, den habe ich noch nie von nahem gesehen. Glaubt ihr mir das? Noch nie. Ich dachte, die hat einfach nur rot leuchtende Augen, aber die hat ein blutverschmiertes Gesicht. Gar wahnsinnig. So, jetzt können wir schon mal die lustige Feuerhüterseele abgeben. Damit haben wir schon mal einen verstärkten Estus-Flakon. Ich spiele auch mit dem Gedanken, die aus der Schandstadt mitzunehmen. Die ich sonst nie mitnehme, weil es mir einfach zu aufwendig ist oder zu nervig ist. Weil da diese ganzen Giftspucker sind. Wir werden sehen, ob ich mich heute mutig fühle oder eher nicht. Ich tendiere mal zu eher weniger. Naja, lasst euch nicht stören. Es ist eine Special-Aufnahme, das heißt, ich werde ab und zu mal rauchen. Ja. Das dient nur zur Suchtbefriedigung und um die Nerven zu behalten. Ja, weiß, man kennt mich jetzt nicht gerade als der Typ, der seine Nerven nicht behält, aber ich bin eigentlich immer gechillt. Man darf mich nur nicht nerven. Dann wird's kritisch, würde ich behaupten. Okay, um auf Estus zu kommen, muss ich zweimal nach unten drücken. Das merken wir uns mal. Aber hier laufe ich jetzt einfach durch, dann kann ich rüberspringen. Und dann bin ich eigentlich schon fast wieder da, wo ich vorhin war.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Wanderfluch jetzt überhaupt nochmal brauche. Wir werden sehen. Die wollen mich lieb haben. So, jetzt sollte ich doch eigentlich in der Lage sein, von hier aus da einfach hinzuhüpfen und hier hochzugehen. Jetzt habe ich mir den Kackraum da drüben mit den ganzen Geistern gespart und ich bin schon wieder hier. Sehr schön. So, meines Erachtens nach bin ich einfach nur komplett falsch gelaufen gerade eben. Weil ich nämlich da drüben rauskommen muss. Das heißt, ich muss eigentlich nur hier lang, hier die Treppe runter und wieder links raus. Perfekt, genau. Und genau hier will ich hin. So. Jetzt gucke ich noch, was mich verfolgt. Ah, Geister, habe ich recht. Das sind ziemlich viele. Ach, come on. Du gehst jetzt nicht weg. Du gehst weg. Willst du mich verarschen? Oh, dann geh ihn weg. Ist mir egal. Ich bin da, wo ich hin will. Muss ich hier hoch. Und dann hier rechts, glaube ich. Habe ich recht? Oder links? Ja, rechts. Und hier sollte der Kompositbogen sein. Perfekt. Perfekt. Okay, jetzt können wir uns wieder wegporten. Das war alles, was wir hier wollten. So, machen wir uns nichts vor. Den werde ich jetzt noch nicht brauchen. Aber er macht jetzt schon 55. Hat halt weniger Reichweite. Ich weiß jetzt nicht, wo die Reichweite ist. Da oben 38. Und er hat halt 65. Ne? Das ist schon eine Hausnummer. Sag ich mal. Aber der schießt auch viel schneller. Ich meine, ich könnte es mal kurz ausprobieren. Guck mal. Zack. Und er stößt die Gegner häufiger zurück. Ja, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Bevor ich weitergespielt habe. Alles cool. So, jetzt aber ab in die Schandstadt. Und dort werden wir erwartet. Ja, mal gucken, ob ich bei Quileg, der Spinnen-Girl-Boy-Typ. Da gibt's einen kleinen Bug, sag ich mal. Ja, hier würde ich doch ganz gerne usen. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Das würde den Kampf ungemein erleichtern. So. Ah ja, übrigens. Ich hätte die Folge letztes Mal auch 8 Stunden lang machen können. Ich hatte noch so viel Speicher frei auf der Platte. Ja, es ist lächerlich. Also ich hatte auf jeden Fall noch extrem viel Speicher frei. Das ist schon lustig. Und dann irgendwann denke ich mal nicht dran, dass ich so viel Speicher habe. Also dann habe ich wahrscheinlich mal keinen. Und dann nehme ich zu lange auf. Ich sehe es schon kommen. Ja, Schandstadt rennen wir eigentlich größtenteils durch. Obwohl, die muss ich diesmal, glaube ich, killen. Weil ich will ja die Feuerhydrin-Seele mitnehmen. Das kann ich natürlich jetzt gleich machen. Oh shit, ey. Leute. Ihr seid mir suspekt. Oh, jetzt steht er im Weg. Bam. Oh, theoretisch kann ich dir doch einfach in den Kopf schießen, oder? Okay, dafür müsste ich ihn treffen. Ah. Das ist immer belastend, wenn man Gegner treffen muss, um ihnen Schaden zuzufügen. Dabei macht man das doch so selten. Oh mein Gott, beim Zoom gedodged. Schon wieder. Das gefällt mir überhaupt nicht. Lass mal die normalen Pfeile nehmen. Batz. Okay.
Hätten wir den auch weg. Einer steht noch vorne. Einer steht noch vorne. Bin doch nicht so gut im Aim. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich glaube, es liegt an der Hitze. Es ist einfach noch wärmer als sonst. Oder als letztes Mal. Oh Gott. So. Killen wir den einfach. Okay. Aber relativ einfach. Yay, ein Jaucheküchlein. So. Wie gesagt, Feuer drin, Seele. Da muss ich aber auch erstmal gucken, ob das safe ist, weil. Wie gesagt, ich war da echt lange nicht mehr unterwegs. Richtig einfach so tot? Ja, easy. Oh. So, das erste Problem wird auf jeden Fall der Toxin-Spuckboy sein. Den können wir jetzt schon hören, wie er seine Scheiße rotzt. So, das heißt, hier wollen wir hier runter. Ganz sneaky. Ah, das ist noch so ein Vogel. Mosquito. So, jetzt habe ich ihn anvisiert. Jetzt warten wir kurz ab und bam. Oh, er lebt noch. Bullshit. Aber wir können uns das Inventar zunutze machen. Oh oh. Okay, jetzt bin ich eh toxiniert. Jetzt macht's auch nichts mehr. Toxiniert. Kennt ihr das Wort? Ich auch nicht. Jetzt schießen gleich zwei auf mich. Das ist nicht so gut. Ah, ich sehe auch nichts. Ist durchaus etwas dunkel. Wie sie mich einfach beide hier durchtreffen. Ich schaff's nicht mal zu schießen. So, Nummer 1 habe ich. Oh. So, jetzt ist da noch einer. Ja, da ist er. Ich sehe ihn. Ich kann ihn genau sehen. Oh. Nicht den Hund anvisieren. Okay, er ist runtergefallen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das heißt, ich kann ihn jetzt einfach wegheadshotten. Jetzt sollte ich langsam darüber nachdenken, die Vergiftung mal zu heilen. Weil ich sonst keinen Essos mehr habe. Kein Essos mehr habe, ist scheiße. So, da drüben müsste aber auch noch einer von den Louis stehen, da ich sehe ihn schon. Oh fuck, ey. Okay. Das sollten alle Giftboys sein. Die so rumlungern und da unten ist die Feuerhüterin Seele. Hinter den Gitterstäben. Die werden wir uns jetzt gönnen. Oh, da ist doch noch so ein Typ. Scheiße. Den habe ich übersehen. Egal. Das war's wert. Wir haben nichts mehr zu befürchten. Nichts mehr zu befürchten ist immer gut. Wollt ihr mich rollen? So. Oh shit, die überleben den Mist. Aber ich kann sie anvisieren. Das hat doch schon mal was. Ah. Komm, du Kackhund. Mach keinen Scheiß. Warum kann ich ihn manchmal nur so ganz kurz anvisieren? Aber ich kann ihn anvisieren. Okay. Egal, ich hüpfe da runter. Ah ne, ich muss dann hier durch. Ich krieg ne Macke. Ey, ich krieg ne Macke. Geh zur Leiter. Bleib bei der Leiter. Yeah. Okay, wir bleiben schön safe. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Okay, da unten haben wir nochmal zwei von den Boys. Kann ich euch von hier natürlich nicht. Oh, das kotzt mich an. Ey, das ist so nervig.
Ich habe eine Idee. Ich mach's mal andersrum. Ich gehe mal erst runter und dann. Nee. Ich kill mal erst die Hunde und dann hole ich mir die lustige Seele. Wo sind die Hunde hin? Die Hunde sind verschwunden. Da sind sie wieder. Sneaky Dogs, würde ich behaupten. Wow. Okay. Hey, Hunde. Seid ihr bescheuert? Was ist mit den Doggos los? Die sind so statisch. Finde ich gut. So, sehr schön. Dadurch haben wir die nächste Feuerhüterin-Seele. Feuerhüter-Seele. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich überlege gerade, ob ich einen kleinen Zwischenstopp mache hier unten beim Feuer, aber ich weiß nicht. Das mache ich sonst nie. Wenn ich sterbe, müsste ich halt echt viel nochmal neu laufen. Safe oder risky? Das ist hier die Frage. Ich entscheide mich wahrscheinlich für risky. Wie immer. Ich entscheide mich wirklich sehr oft für risky. Das werdet ihr noch merken. Ah ja, ich bin auch der Meinung, das wird nicht der einzige Challenge-Run, den ich mache. Vielleicht mache ich auch mal einen ganz normalen Run, wo ich einfach nur versuche, schnellstmöglich durchzukommen. Aber ohne Glitches und so ein Shit. Ich könnte auch Glitches machen. Also, theoretisch kann ich auch ein paar. Müsste ich aber vorher mal üben. Vielleicht mache ich wirklich mal so einen richtigen Speedrun. Da hat mich der Kazuya auf eine lustige Idee gebracht, ey. Toll, toll, toll. Aber egal. Bevor man Speedruns macht, sollte man sowieso ein paar Challenges machen. Bevor man Challenges macht, sollte man ein paar Mal durchgespielt haben, das Spiel. Von daher. Das ist mein, keine Ahnung, 70. Run oder so oder noch mehr. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen. Und ja. Jetzt bin ich hier. Falls ihr versteht, was ich meine. Piu. Ah, eine Seele. Ah, Moskitos. Okay, wir sind fast beim Boss. Oh Mann, es gibt bei ihm. Hat er ein bisschen mit dem Beat mitgewippt. Steht ihr? Er hat den Blues. Der Blues-Glues. So, den Wanderfluch kann ich wieder rausnehmen. Der ist nicht mehr vonnöten. Ja, die Muskelmännchen eigentlich auch nicht mehr. Was soll man machen? So, Estus werde ich brauchen eventuell. Deswegen heile ich mich jetzt mal mit einer Menschlichkeit. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe das Feuer jetzt nicht mitgenommen. Wie gesagt, wir sind risky unterwegs. Gönnen wir uns einfach, weil wir es können. So. Dann Greeleg. Hoffen wir mal, dass der Bug funktioniert. Lasst euch überraschen. So, wir müssen abwarten. Sie springt mich wahrscheinlich einmal an. Nein? Wow. Okay, hier drüben haben wir besagte Wand. Hier kann man reingehen. Das ist jetzt natürlich ungünstig, dass sie da hingespuckt hat.
Oh fuck. Okay. Steht ganz ungünstig. Kühlek, du musst das hier drüben machen. Wir müssen noch mal raus. Wir müssen hier noch mal raus. Aus der heiligen Ecke, aber vorher muss die Lava irgendwie verschwinden. Die muss von da drüben hier rankommen. So funktioniert das jetzt noch nicht. Komm mal hier rüber. Mädel. Und mach keinen Scheiß. Wow, die einen Schaden raus, meine Herren. Perfekt, da musst du stehen bleiben, Liebes. So, und jetzt ziehen wir einfach nur dahin und schießen in den Kopf. Die ganze Zeit. Bis sie tot ist. Versteht ihr? Und sozusagen der Robin Hood des Dark Souls. Ich treffe immer ins Auge. Oder in die Nase. Ist das nicht toll? Wie wir uns eine Challenge machen und dann jeden Bug ausnutzen, den ich so kenne. Ich find's lustig. So kann man auch schön sehen, wie viel Leben Kreelek hat. Ja? Weil die ist schon ziemlich tanky eigentlich, wenn man hier ist bei ihr. Ja, ich schätze mal 3000. Vielleicht ein bisschen mehr. 3159. Das war ein harter Kampf. Machen wir uns da nichts vor. Oh Gott. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich ruhig flamen. Für die Scheiße. Aber der nächste Kampf wird auch nicht spektakulärer. Wenn ich ehrlich bin. Okay. So. Zweites Glöckchen. Schönes Video. Es öffnet uns den Weg nach Anaolondo. Da gehen wir auch noch nicht hin. Wir haben vorher noch Dinge zu tun. Sens Festung werden wir auch nicht viel sehen. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Obwohl, es könnte trotzdem klappen. Es gibt ja in der gemalten Welt von Ariamis gibt es ja so einen schnellen Weg. Und es gibt einen langen Weg. Also den normalen Weg gibt's ja. Und ich für meinen Teil bevorzuge den schnellen Weg, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Bogen funktioniert. So, die Alte wird noch wichtig. Wir wollen hier nämlich den Pakt machen. Später. Ich weiß gar nicht, wie viele... warte mal, kann ich da die Feuerdrin-Seele einlösen? Zack. Sehr schön. So, weil später können wir der, glaube ich, 30 Menschlichkeit geben oder sowas. Dann sind wir beim Paktstufe 2 oder 3. Und da können wir eine Tür öffnen, womit wir den 1000-Fuß-Dämon skippen können. Was wir machen werden. Machen wir uns da nichts vor. Ey, ich nehme nur das Nötigste mit. Dass das klar ist. So. Jetzt besuchen wir mal hier den lustigen Typen da hinten. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr den Trick kennt. Ich denke mal schon. Ich glaube, der ist weit verbreitet. Wir kämpfen natürlich ganz regulär gegen ihn. Aber sonst? Könnten wir jetzt auch nichts anderes vorstellen. Ehrlich gesagt. Ja.
Guck mal, wie es läuft. Er könnte mich halt one-hitten. Weil ich kein Schild habe. Ah, es wird schon. Ey, ich bin guter Dinge. Wie heißt der Typ eigentlich? Malstromdämon? Heißt er so? Oder Lavastromdämon? Dämon, ich weiß es nicht. Der Gute. Guckt ihn euch an. Ist das nicht wunderschön? Es geht so. Hübscher Junge. Seine Mutter muss stolz auf ihn sein. So. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. So, jetzt rennen wir schön an ihm vorbei. Er schlägt ins Leere. Perfekt. Wir rennen wieder zum Anfang zurück. Muss schön achten, dass die Ausdauer nicht leer geht. Leute, hier lernt ihr was fürs Leben. Für euer Dark Souls Leben. Es ist ein relativ einfacher Move. So, jetzt darf er uns nur nicht erwischen. Ah, perfekt. Und schon können wir ihn umbringen. Hm, waren nicht eigentlich die guten Pfeile. Seht mal, wie wenig Schaden wir machen würden. Ey, fuck. Und er ist tot. Kein Problem. Okay. Hätten wir den auch besiegt? Ja, kommt noch ein Film. Als nächstes gehen wir zum Pinwheel. Der gute Pinwheel. Obwohl, will ich schon zu Pinwheel? Eigentlich brauche ich ihn nicht. Eigentlich brauche ich ihn nicht. So, Seelen? Perfekt. So, da wir uns in Schandstadt irgendwo ins Feuer gesetzt haben, kann ich jetzt meinen Heimkehrknochen benutzen. Und bin wieder oben beim Feuerbandschrein. Als wäre nichts gewesen. So, habe ich eine große Scherbe? Das wäre jetzt vielleicht noch wichtig. Ich habe eine große Scherbe, das ist ziemlich gut. So. Dann gehen wir jetzt kurz zu André. Leveln den Kompositbogen hoch. Ein bisschen. Wie ihr es nennen wollt. Mit dem würde ich doch weiterfahren. Wollen. Und danach suchen wir unsere alte Heimat nochmal auf. Das gute alte Stadtgebiet. Ja, und dann gehen wir eigentlich theoretisch schon nach Anor'londo. Ging doch schneller als gedacht. So, kann ich beide ausrüsten? Das wäre super. Composite-Bogen. Bin immer noch schnell. Jawohl, perfekt. Ich brauche kleine Scherben. 9 Stück, um genau zu sein. So. Können wir mal die Ausrüstung reparieren. Ganz wichtig. So, dann verstärken wir den lustigen Composite-Bogen. Nochmal. Hierfür bräuchte ich auch nur eine Schere. Ah. Ne, ich muss das hier umwandeln. Sonst wird es ein böses Erwachen geben. Mit dem Kompositbogen. Ach, das ist der Quarzbogen. Da ist so, hä? Was ist los? No. So, und damit sollte der jetzt eigentlich viel mehr Schaden machen als der andere. 88. Seht ihr das? Alter, das ist ein guter Bogen. So.
Ja, es ist ein bisschen klein. Hey, aber man sieht beim Zielen wieder was. Ist das nicht toll? So, und jetzt würde ich sagen, zum Feuerbandschrein, obwohl ich kann auch eigentlich hier bleiben. Nochmal leveln. Wow, was gilt denn der Scheißbogen? Das wäre vielleicht noch gut zu wissen. Ha, gar nicht so gut. Ich würde mal beide mal sagen, wir gehen mal ein bisschen auf Vitalität. Nochmal auf Konstitution. Mag keine ungeraden Zahlen. 15 geht noch. Aber der Rest ist nicht so schön. So, und jetzt gucken wir noch mal, wie viel Schaden wir an den kleinen lustigen Boys machen. Ob mich das überzeugt. Aber was ich vor, es wird mich überzeugen. Ich habe mich schlau gemacht. Sollte relativ viel Schaden machen. Wow. Und? Jawohl. Perfekt. Das war nicht mein Headshot. Sehr schön. Läuft. So. Wie gesagt, jetzt gehen wir noch ins Asyl. Untotenasyl. Und holen uns den großen Bruder von dem Kleinen, den wir am Anfang geschnetzelt haben. Der hat noch unser Schwert gespürt. Ah, knappe Sache. So. Kugeln wir uns ein bisschen zusammen. Ja. In schweren Zeiten heißt es zusammenrollen. Habe ich recht? Ja. Bin nur mal gespannt, ob wir den schaffen. Den Dämon. Stray Demon heißt er, glaube ich, auf Englisch. Auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Auch Asyldämon? Möglich wär's. Software war ja nicht so kreativ mit den Bossen hier. Was heißt nicht so kreativ, aber der Asyldämon wurde ja mehrmals recycelt, auf jeden Fall. Den gibt's ein paar Mal öfter. Als ein Lieb ist. Ja, das ist auf jeden Fall okayer Schaden, würde ich sagen. Ich habe schon schlechteren gesehen. Oh Gott, der zieht so anders. Bam. So. Hätte mir doch noch ein bisschen mehr Schaden gewünscht von dem Bogen, aber man kann ja hier alles haben. Ich denke, ich sollte mit dem Schaden zufrieden sein. Ich denke, viel besser wird's nicht. Okay, jetzt müssen wir nur gut genug sein, sag ich mal. Okay, perfekt. Macht genau das, was wir wollen. Oh Gott, ich mache überhaupt keinen Schaden. Oh, ich habe auch meine Bosspfeile gar nicht drin. Die sollte ich vielleicht mal reinpacken. Theoretisch haben wir ein relativ leichtes Spiel. Sag ich mal. Normal, wenn man halt immer so nah wie möglich bei ihm dranbleiben. Damit er seine komischen Explosionen macht oder hochfliegt. Und dadurch, dass wir schön Abstand halten können. Kann uns seine Explosion nicht wirklich schaden. Solange ich kontrollieren kann, wo ich stehe. So, jetzt fliegt er. Was auch sehr nett ist. So, jetzt macht er wieder seine Scheiße nach vorne. Wir müssen noch ein bisschen rennen. Aber ist machbar. Jetzt fliegt er wieder.
Also eigentlich wollen wir die ganze Zeit das Fliegen triggern. Das wäre perfekt. Will er nicht. Das will er nicht. So. Müssen unbedingt nochmal große Pfeile kaufen. Werden doch wichtiger als ich dachte. Machen halt am meisten Schaden. Wie ich das gar nicht so gedacht hatte. Ich dachte, so ja, Pfeile, die machen nicht den Unterschied. Der Bogen macht den Unterschied. Und die Pfeile sind schon ein großer Part davon, würde ich beinahe behaupten. Ziemlich großer Part. Oh shit. Aber das geht noch, das geht noch. Okay. Safe. Konnten uns nochmal retten vor der ganzen Explosionsscheiße. Weil wenn er einmal damit anfängt, hört er nicht mehr so schnell wieder damit auf, wie ihr seht. Also schrecklich. Normal geht man hier schön mit einer Blutungs-Nahkampfwaffe ran. Da liegt der so schnell. Der ist nämlich anfällig für Blutung. By the way. Genau wie Frieda Eikosa. Mal nebenbei gesagt. Ich will mir nicht zu viel helfen in seinem Let's Play. Das gesagt, gar nicht. Bestmöglich. Ui. So. Das läuft relativ positiv gerade für uns. Er macht genau das, was ich triggern will. Die dumme Scheiße, die mich eh nicht trifft. Ah, das könnte knapp werden. Aber geht noch. Perfekt. Früher war die Explosion überhaupt nicht auszumachen. Das war ein bisschen seltsam. Hier sieht man jetzt wenigstens so einen Kegel und früher in der alten Version war das eben nicht so. Haben wir keinen Kegel gesehen. Ja, ein bisschen nervig. Sein Schwanz ist ziemlich knochig. War beim ersten Asyldämon nicht so. Oh, der ist verirrter Dämon. Hallo, verirrter Dämon. Hab deinen kleinen Bruder umgebracht. Was sagst du dazu? Sein Gemüt ist ziemlich explosiv, würde ich sagen. Ah, jetzt haben wir ihn auch gleich. Das passt doch. Jetzt werde ich wieder greedy. Ganz toll. So. Muss eigentlich bei jedem Boss nur gechillt bleiben. Außer bei ein paar Ausnahmen, sag ich mal. Ein paar Ausnahmen, da zählt das nicht. Funktioniert das auch nicht. So, schöne graue Scholle, jetzt gibt es noch ein paar geile Seelen, die ich dann wahrscheinlich für Pfeile ausgebe. Naja, so, wir wollen noch da hinten die lustige Puppe haben. Jetzt überlege ich mir, habe ich Feuerbomben? Habe ich Feuerbomben? Ich habe natürlich keine Feuerbomben, oh shit, bis ich den besiegen? Frage ich mich. Oh, warte mal, kann ich ihn von weit weg anschießen oder bleibt er stehen? Das wäre ganz toll. Wow. Oh. Das sieht nicht gut aus. Machen wir uns da nichts vor. Vielleicht kann ich ihn von hier oben abschießen. Das wäre relativ hilfreich. Wo ist er hin? Geht er zurück? Nicht dein Ernst, oder? Scheiße.
Vielleicht kann ich ihn auch hier im Kreis locken. Man weiß es nicht. Theoretisch kann ich ihn jetzt triggern, dass er den Move macht. Genau. Jetzt fällt er doch runter, oder? Nee, scheiße, tut er nicht. Oh, das ist nicht gut. Okay, den müssen wir irgendwie loswerden. Oh, hör auf zu blocken, Mann. Was ist los mit dir? Ich kann auch schnell einfach die Puppe holen und mich wegporten. Das wäre ein guter Plan. Hoffe ich zumindest, dass das ein guter Plan ist. Schaffe ich es überhaupt? Kein Problem, wo war der Typ überhaupt? Schwarzer Ritter, habt ihr den schwarzen Ritter gesehen? Also ich nicht. Habt ihr niemanden gesehen? Die Puppe wird wichtig. In Analondo. Damit kommen wir in die gewalte Welt von Ariamis. Da wollen wir doch schon irgendwie rein. Da wollen wir hin. Pfeile. Große Pfeile. Oh shit. Gib mir die Scheiße. Standardpfeile. Nicht unbedingt. Aber so machen wir mal. Okay. Okay, okay, okay. Als nächstes. Oh, Götzenstens Festung, würde ich sagen. Kein Problem. Oh Gott, die Schlangenboys. Oh Gott, die Schlangenboys. Oh Gott, die Schlangenboys. Oh, jetzt wird's nervig. Möchte ich schon mal anmerken. Ob ich die sowieso nicht treffe. Nein! Nein! Das hat gut geklappt. Ugh, normal kommen die von vorne. Ich könnte theoretisch auch einfach an ihm vorbeirennen, aber wo bleibt da der Spaß? Habe ich recht? Habe ich Schaden an den gemacht? Habe ich es überhaupt versucht? Aber so gefühlt habe ich die, glaube ich, gerade gar nicht angegriffen, oder? Kann das sein? Alter, jetzt habe ich 686 große Pfeile. Das ist ziemlich positiv. Okay, ich gehe mal von hier aus drauf zu. So, der müsste doch jetzt voll getroffen werden. Dreimal. Nein? Ach. Ärgerlich. Ich brauche irgendwas mit mehr Wumms. Bam. Das Face, Alter. Ja gut, eine Schlange macht, ist egal, welche Waffe man hat. Okay, außer eine Großwaffe. Man macht halt echt wenig Schaden an denen. Oh Gott. Das ist völlig normal. Hier würde ich mir jetzt fast wünschen, dass ich den Wolfsring mitgenommen hätte. Dann könnten sie mich nämlich so schnell nicht staggern. Mich nicht so schnell staggern. So. Leute, ich hatte keine Ahnung, dass sie nicht so weit mitkommen wollen. Aber zumindest einer. Bam. Okay. Kein Problem. Nee, wir müssen auf jeden Fall ein paar von denen umbringen. In dieser lustigen Festung. Weil da liegen große Scherben rum und ich habe keinen Bock mehr, oben alle zu kaufen zu müssen. Ich kann mir wahrscheinlich nicht mal alle kaufen, weil ich nicht genug Seelen habe. Oh, wie mache ich denn den Eisengolem? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, shit, ey. Das ist nicht gut. Oh, oh. Wir gehen nochmal zurück und hoffen, dass die Schlange runtergeworfen wird. Yes! Wurde sie auch. So, und jetzt müssen wir nur noch diese Schlange da loswerden. Sollte aber nicht so das Problem werden, weil sie läuft nicht. So. Okay.
Läuft ganz gut bisher. Würde ich behaupten. Ah! Er war relativ knapp, glaube ich. So. So, hier müsste eine große Scherbe drin sein, wenn mich alles täuscht. Also zwei sogar. Sick. Dann könnte ich beide Bögen um eins erhöhen. Der kann da ruhig stehen bleiben. Hallo. Muss ich hier direkt rein? Der eine Typ, da wird jetzt wahrscheinlich noch umgebracht. Wollt ihr mich verarschen? Ob ihr mich verarschen wollt? Fuck it. Was passiert hier? Das ist noch nie passiert. Original noch nie passiert. Diese dumme Scheiße hier. Oh, fuck. Ist der andere auch tot? Sehr schön. Normalerweise stirbt die scheiß Schlange, bevor sie überhaupt da oben rein kann. Oh, oh, habe ich jetzt beide da oben killen können? Ja. Okay, ist tot. Okay. Das ist auch eine Möglichkeit, wie ich hier den Typen wegbekomme. Das ist toll. So, und theoretisch könnte ich mir den einen Weg da sparen. Indem ich jetzt gleich hochgehe, aber... Ach komm, ey. Jetzt bin ich sogar schon dafür zu blöd. Interessant. Wir müssen einfach nur der Kugel folgen. Fürs Erste. So, jetzt warten wir hier ein bisschen. Ich würde ganz gerne den goldenen Schlangenring mitnehmen, falls ich mal wieder irgendwas farmen muss. Wie geht's euch so? Hattet ihr eine schöne Woche? Ist ja schon wieder Sonntag, wenn das hier kommt. Ach ja, wenn ihr an diesem Punkt des, der Folge seid, schreibt doch mal in die Kommentare, was glaubt ihr, wie weit ich heute komme? Das würde mich interessieren. Haben wir schon Death Counter? Ich glaube nicht. Nein! Wow, war das knapp. Es war nicht geplant. Oh, stellt euch vor, das Ding hätte mich jetzt einfach erwischt. Was ist denn hier drin? Ich glaube, ein Blitzspeer. Brauche ich also nicht. Nicht unbedingt. So. Jetzt bin ich hier. Genau. Hier hätte ich jetzt auch direkt hingehen können, eben. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Oh, shit. So, jetzt warten wir hier ein bisschen. Ich würde ganz gerne unten die Seele mitnehmen. Ach komm, jetzt bringt die doch endlich um da unten. Ja, da nichts mehr, wofür sich zum Leben lohnt. Er stand da halt immer noch. Was ist denn mit ihm? So. Unten stand hier die Schlange vor der Wand. Dadurch, dass ich jetzt hier die Kugel durchrollen lassen, könnte man hier jetzt, wenn man den Schlüssel oben hat, für den Aufzug Logan befreien. Und hier hinten können wir mit einem Generalschlüssel aufmachen. Das ist die Seele des Helden. Die Seele des Helden waren, glaube ich, 10 bis 20.000 Seelen.
Von daher würden wir dort natürlich gerne mitnehmen. Wir sind so schon irgendwie unterlevelt, glaube ich. Level 29 sind wir gerade mal. Nur durch die Kackpfeile, die ich mal kaufen muss. So chronisch unterlevelt. Mal Glück haben, stellt sich das Ding nicht um. Es hat sich umgestellt. Ich weiß nicht, aus welchem Grund sich die Scheiße immer umstellt. Wird es doch nicht umgestellt. Sieht nicht so aus. Sieht gut aus. Perfekt. Es hat sich nicht umgestellt. Gepriesen sei er. Der Erbauer. So. Als nächstes. Was haben wir als nächstes für eine böse Trickserei? Ah ja. Die ganzen Schlangenboys. Scheiße. Okay, hier kommen wir locker durch, würde ich sagen. Jetzt versuche ich mal was. Und zwar will ich, dass der hier reinläuft und runterfällt. Klappt das? Yes. Oh Scheiße, der steht noch. Okay. Perfekt. Genau das sollte passieren. Wir wollen uns nicht mit den Leuten anlegen. Wir freuen uns, wenn wir es nicht müssen. So, einer kommt noch. Der da. Soll ich aufsuchen, ihn runter zu schmeißen? Ja, warum nicht? Hat gut geklappt beim ersten. Will der mich verarschen? Kommt der bis hierher? Ja, wahrscheinlich. So. Bäm. Sehr schön. Weil, also das war jetzt wichtig, dass wir rüberkommen. Da liegen nämlich nochmal große Scherben. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Da sind auch zwei. Cool. Wir sind Fan von großen Scherben. Zumindest solange sie uns noch was nützen. Im Moment ist es noch so. Also nehmen wir den natürlich mit. Ach komm, das ist doch dein Kopf. Hä? Ah, okay. Ich muss hier genau in die Kauleiste schießen. Damit es ein Kopfschuss ist. Das ist interessant. So. Jetzt sind wir eigentlich schon safe. Weil hier nämlich das liebliche Feuer ist. Yay. Yeah. Es ist gar reizend. Ja, Vorsicht, jetzt wird es laut. Explodiert vielleicht so einiges. Zack. Hauen wir uns noch eine Menschlichkeit rein. Puh, damit wir das Feuer kindeln können. So, hier sind wir schon mal safe auf jeden Fall. Kann uns nichts mehr passieren. Die Frage ist, will ich den Fahrstuhl mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, den will ich nicht. Oder? Es würde mir eigentlich nichts bringen, also lasse ich ihn einfach da, wo er ist. Wer braucht schon Fahrstühle, habe ich recht, wenn man Treppen hat. Treppen und überall fallen. Das ist der heutige Move. So. Oh, nochmal zwei Scherben, sehr schön. Okay. Das ist immer ein Sprung, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Jetzt haben wir hier unseren Dude. Und den gibt mir jetzt wohl ein paar Seelen, würde ich sagen. Shit, ey. Oh, ich habe so viele Seelen. Held. Held ist, wie gesagt, teuer. Hm. Ja, Werder Ritter wahrscheinlich auch teuer.
Und die Seele eines Ritters. Auch relativ teuer. So, fangen wir mit den Kackseelen an. Gönnen uns dann auch die hier. Seht ihr das, wie viele Seelen wir jetzt haben? Alter! Okay. So, ich bräuchte jetzt auf jeden Fall 6 Stück habe ich. 9 brauche ich, um eins auf plus 10 zu bekommen. Oh, die sind so teuer. Okay, jetzt hätte ich 10. Jetzt bräuchte ich nochmal 9, also bräuchte ich insgesamt 11. Schaffe ich nicht. Okay. Dann machen wir das anders. Dann hole ich mir ein paar. So, ja, 7 Stück. Dann habe ich 13. Ich hole mir einfach so viele, wie ich kann und dann ist gut. So passt das schon. Perfekt. Puh. So, jetzt wird es nochmal nahkämpfig. Oder nahkampfig. Weiß nicht, hier wäre übrigens der Fahrstuhl, hätte ich den Schlüssel geholt. Habe ich aber nicht. Gut zu wissen, ich weiß. So, jetzt müssen wir uns gleich um den Riesen kümmern. Der hier die Scheiße wirft. Oh, eine kleine Scherbe. Können wir mal mitnehmen. So, der Riese müsste hier oben sein. Und der wird mir jetzt hart auf den Sack gehen. Ich hoffe, dass er seinen Schüssel nicht macht. Oh Gott, er macht seinen Schüssel. Bin tot. Oh, vielleicht doch nicht. Okay, jetzt können wir ein bisschen anschießen. Hoffen, dass ihm das... Alter, ich schieße ihn die ganze Zeit voll ins Arschloch. Was sagt ihr dazu? Oh, wir haben schon die Hälfte. Sehr gut. Ach, anvisieren ist der Tod. Anvisieren ist einfach nur der Tod. Wenn ihr mich fragt. Ah, ich muss ja anvisieren. Ich sehe ja sonst nichts. Sonst wird es echt schwer, ihn zu treffen. Schieß ihn weiterhin genau hinten rein, Alter. Was ist los? Ja, schön in die Backen. Das ist so schrecklich. Grauer Brocken, das brauchen wir nach den großen Scherben. Jetzt kommt schon der Boss. Oh Gott, ich fühle mich sowas von nicht bereit für den. Feuerpfeile habe ich doch, oder? Brandpfeile. 63 Stück. Puh, schauen wir mal. Ob wir den jetzt easy schaffen oder nicht. Hm. Ah. Wie machen die Pfeile? Nicht mehr. Theoretisch ist es relativ einfach für uns, sage ich mal. Dadurch, dass wir Fernkämpfer sind, halten wir uns einfach immer ein bisschen weiter weg von ihm. Schießen dann ein, zwei Mal. Oh, ich bin falsch im Bogen. Schießen ein, zwei Mal und dann gehen wir auf die andere Seite. Das machen wir jetzt eine Weile. Ey, ich bin noch im falschen Bogen. Den da will ich. Ah, ich will die Pfeile wechseln und dann, statt die Pfeile zu wechseln, wechsle ich den Bogen. Was ist los? Jetzt wollte er mich gerade greifen und runterwerfen. Der Haufen Scheiße, habe ich recht. Das Einzige, wovor wir aufpassen müssen, ist seine Druckwelle, die er manchmal macht. Die macht er manchmal sehr gerne. Aber ansonsten sollte der Kampf eigentlich relativ easy vonstatten gehen, wenn es so weitergeht. Handschlag zu. So.
Nur nicht greedy werden und niemals einen Schuss zu viel setzen. Und immer schön safe bleiben. Das ist die Devise bei diesem Run. Oh, genau das meinte ich. Das ist nicht so gut, wenn er das macht. Und er macht's nochmal. Oh, Bullshit, ey. Und nochmal. Ach, come on. Willst du das jetzt echt die ganze Zeit machen? Wichtig auch beim Eisengolem, niemals anvisieren. Also, außer man ist Fernkämpfer und müsste sonst zielen oder so. Aber wenn ihr den anvisiert, die Kamera wird euch dazu treiben, in den Tod zu fallen oder von ihnen halt getroffen zu werden. Okay, was war das jetzt? Bullshit. Okay. Komm, Eisengolem, schlag zu. Okay, mit dem zweiten Schwinger habe ich nicht gerechnet. Aber wir haben schon die Hälfte, das ist schon mal positiv. Ich lebe noch. Noch sehr gut. Okay. Ich wünschte, ich könnte hier mit meinem Bogen zum Staggern bringen, aber das funktioniert wohl nicht. Geht meistens nur mit Stärkewaffen. Ha, diesmal habe ich es kommen sehen. Auf Scheiße. Jetzt hat er wieder seinen komischen Move gemacht, der mich eben fast umgebracht hat. So sieht er also aus, wenn er den macht. Okay. Wir haben ihn fast. Und irgendwie die Flammenpfeile und so ein Shit, die bringen überhaupt nichts, oder? Das war ein bisschen Geldverschwendung, würde ich behaupten. Und komm, Eisengolem, du bist doch schon tot. Kein Problem. Absolut kein Problem. Ich habe Angst vor Onstein und Smoke. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Vielleicht schaffen wir es ja heute noch bis dahin. Ich bin allein der Weg dahin ist schon scheiße. Anor Londo. Die Stadt des Lichts oder so ein Shit. Und der Gargoyles. Boah, jetzt wo ich es mir recht überlege, könnte ganz lustig werden in Anor Londo. Sieht mir nach Spaß aus. 46.000 Seelen, das heißt, erstmal fett die Bögen leveln. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Composite-Bogen meine Erwartungen noch nicht ganz so erfüllt. Oh mein Gott, die Seelen, die lassen uns nicht entgehen. Hab ich recht? Oh shit. Wir sollten uns die Seelen entgehen lassen. Wie lange folgt der mir? Dude, ich habe keinen Bock zu sterben gegen dich. Setzen wir ihn zurück. So, okay, an dem sollten wir vielleicht vorbeilaufen. Dem sollten wir vielleicht vorbeilaufen.
Hat er seinen Schaden noch? Nee. Traurig. So. Bei denen hier kann ich das machen. So, schieß mal einfach in den Fuß. Oder ein bisschen mehr in den Fuß, anstatt dran vorbei. Wie jetzt? Seit wann? Ah. Okay, vielleicht musst du das von weiter weg machen. Ja, komm, du blockst sowieso. Was soll der Geiz? Ah. So. Nehmen wir schon das Feuerchen. Waffe verstärken. Genau deswegen habe ich mir die scheiß Kiste mitgenommen, damit ich jetzt meine Waffen hier schön verstärken kann. Ferris Bogen. Hochballern bis zum geht nicht mehr. So. Oh, den Kompositbogen können wir natürlich auch noch ein bisschen hoch machen. Ja, nur ein bisschen. Jetzt würden halt noch. Ah, zwei Scherben. Zwei Scherben habe ich zu wenig. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Egal. Die Glut für plus 15 habe ich eh noch nicht. Oh, ich würde die EP so gerne mitnehmen, als sie sehen. Ich kann nicht. Vielleicht sollte ich mal leveln. Wisst ihr was? Wir gucken, wie viele Seelen wir noch übrig haben, wenn ich fertig gelevelt habe. Und sollten das zu viele sein. Würde ich nochmal drüber nachdenken. Eventuell. Oh, geil. Das sind zu viele. Wir töten noch einen von den Golems oder so. Wie habe ich jetzt gebraucht? 7800 oder so, gell? Ja, das heißt, ein Riese von denen. Ein Riese und wir haben noch ein Level up. So, reicht das von hier aus? Ja, von hier aus klappt's. Sehr schön. Seht ihr das? Die machen überhaupt nichts. Theoretisch ist ein Remastered, ne? Hätten die das nicht rauspatchen können? Also ich meine, ein bisschen mehr Fluff ins Spiel zu bekommen. Also versteht, was ich meine? Fluff. Oh, ich hätte wahrscheinlich eh noch den zweiten Kims. Wie viel habe ich eigentlich bekommen? 1500 oder nicht? Ich dachte, für die gab es 1500. Souls. Ah, ist schon tot. 1500. War das eine böse Kiste? Nein. Okay. Können wir die noch mitnehmen? Alter, Bullseye. Genau ins Schlüsselloch. Perfekt. Die Mondtitanit wird mir wahrscheinlich nichts bringen. Machen wir uns da nichts vor. Aber was soll's. So. So, das Level up nehmen wir uns noch mit. Sehr schön. Dann sage ich erstmal, ich bin mal einen kurzen Moment weg. Ich muss noch Pokémon fertig machen, damit das pünktlich rauskommt. Ja, also bis gleich. So, da sind wir wieder. Musste mich, wie gesagt, um andere Dinge noch kümmern. Und ja, weiter geht's. Wir sind in Anor-Londo. Puh. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet, würde ich sagen. Ich hoffe einfach, wir kommen gut durch. Anor Londo ist immer so ein Knackpunkt im Spiel, der mir nicht gefällt. Den Schaden nehmen wir im Kauf, wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Kann ich dich von hier aus umbringen? Nicht wirklich. Scheiße. Okay, Kompositbogen. Es ist nur ein weiterer Gargoyle, Freunde. Keine Sorge. Oh. Oh shit. Nimm doch den Bogen. Wir müssen nur auf das Opening warten.
die Openings. Shit. So, nochmal hier reingehen. Ganz smooth. Natürlich kann ich mich durch jemand treffen. Was habe ich auch anderes erwartet, ehrlich gesagt? Was habe ich anderes erwartet? Jetzt schießen wir in den Rücken. Mann, warum mache ich nur viel Schaden von da hinten? Oder da hinten? Oh, 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 perfekt. Easy. Achso, ich muss gar nicht hinlaufen. Auch schön. So, dann nehmen wir noch ein paar geile Dämonentitel hinten mit. Wie im X sagen würde, Dämonentitten. Tittenscherben. So, oder einer. Ah, scheiße. Warum war da nur eine drin? Ich dachte, es wären zwei. Egal. Egal. Weiter geht's. Ich habe jetzt Sound ein bisschen umgestellt. Ich bin jetzt hoffentlich nicht mehr so laut. Und das Spiel ist ein bisschen lauter. Mir war danach. Komm mir so verdammt laut vor und dann. Das liegt meist so daran, dass ich Kopfhörer auf habe jetzt und mir das dann auch im Kopfhörer anhöre oder gucke, was ich bis jetzt habe. Im Endeffekt ist es dann aber, wenn ich es ohne Kopfhörer höre oder gucke, nicht so laut. Also relativ sinnlos. Das Ganze umgestelle. So. Die Stelle wird einfacher als sonst, würde ich sagen, weil mein Bogen Schaden macht. Was normalerweise nicht so der Fall ist. Normalerweise habe ich hier nur einen Bogen dabei, um die Leute runterzuschubsen oder so. Oder um hier oben das Leben leichter zu machen. Und hier mache ich jetzt halt wirklich mal Schaden. Mit dem Bogen. Deswegen sollten wir ganz gut zurechtkommen. In diesem Part von Anolondo. So, das Ding da unten nehme ich eh nicht mit, aber... Hä? Kann ich das nicht kaputt machen? Scheiße. Egal. Brauche ich eh nicht. Ist nur das Zauberschild oder was auch immer da unten liegt. In dem Kronleuchter hängt, was auch immer. Ja. Und... Bam. Oh, es hat funktioniert. Stirbst du? Yes! Sehr schön. Okay, das war eine einfache Stelle jetzt. Mit Bogen. Übrigens, weiß jemand, wie man da drüben an die Kiste rankommt? Springen funktioniert nicht. Ich weiß nicht mal, ob da überhaupt was drin ist. Aber man wüsste es, glaube ich, gern. Wenn ihr es wisst, haut es in die Kommentare, yo. Die sind immer sehr leer. Bei den Videos. Deswegen, gönnt mir was zum Lesen. Damit ich das auch mal lerne. So. Jetzt fahren wir hoch. Wir fahren das mal runter, oder? Fahren wir es mal runter? Wir fahren das mal runter. Wir fahren das mal runter. Oh, ich muss gar nicht runterfahren. Ich kann einfach runterlaufen. Weil hier ist nämlich unser nächstes Leuchtfeuer. Cool. Kann ich dich von hier aus abschießen? Nicht wirklich, ja? Aber vielleicht von ganz unten. Von hier aus. Das wäre relativ cool. Oh mein Gott, ja. Kein Problem, der zweite Gargoyle wird fallen. Ich wusste gar nicht, dass man den angreifen kann von hier aus. Ist mir neu. Aber auch wieder schön. Wieder was, was das Leben leichter macht. Da kann keiner was gegen sagen. So, oh, wir hätten doch runterfahren müssen. Ah ja, wir hängen ja gerade so ungefähr so in der Mitte. Ah, ist nicht gut. Egal, Gargoyle tot. Ein Problem weniger auf der Welt, dass ich mir Sorgen machen muss. Und ja. Jetzt fahre ich, glaube ich, hoch. Oder fahre ich jetzt runter? Ich glaube, jetzt fahre ich runter. Durchaus positiv. Und dann müssen wir nochmal runterfahren. Wo
weil das eine Feuer nun mal ganz unten ist, ne? So ein Controller solltet ihr jetzt hoffentlich nicht mehr so laut hören. Ich habe mir das kurz angeschaut, was ich bis jetzt hatte. Uff. Controller ist halt arschlaut, ne? Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Filter kann ich nicht einstellen, dann ist meine Stimme wieder abgehackt. Das habe ich alles schon durch. Schmutzig. So. Eigentlich wollte ich das Feuer hier gar nicht entfachen, aber hey, wenn ich einmal hier bin. So, leveln kann ich noch nicht. Traurig. Ah ja, hier findet man dann auch noch einen Ring, aber den kann ich eh nicht mitnehmen. Ah, ich kann ihn mitnehmen, aber gegen welchen Ring soll ich ihn tauschen? Ich habe Havels Ring, ich weiß nicht. So, des Weiteren könnten wir jetzt schon in die gemalte Welt, aber will ich noch nicht, ehrlich gesagt. Möchte ich einfach jetzt noch nicht. Das mache ich nach Ornstein und Smaug. Nach einem Glückserlebnis, sage ich mal. Wenn ich mich so richtig stark fühle, dann gehe ich dahin. Weil der Boss dort, der wird stressig. Weil er sich unsichtbar macht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll oder umgehen zu habe. Deswegen. So, euch müsste ich jetzt eigentlich auch so wegkriegen. Jawohl. Perfekt. Und gar nicht mal so schlechter Schaden. Ehrlich gesagt. Das ist ziemlich gut sogar, der Schaden. So, den gehen wir hier rüber. Schießen ihn in den Fuß. Das ist verdammt guter Schaden, ey. Normalerweise dümpel ich hier mit 40 rum oder so. Welche Pfeile habe ich eigentlich gerade ausgerüstet? Oh, ich schieße die ganze Zeit mit meinen großen Pfeilen, wa? Ja. Selbst vom Freilicht. Was sonst? Was sonst? Okay. Interessant. Was der schon hier will. So. Jetzt kommen wir zu einer kniffligen Stelle. Also, gleich. Vor allen Dingen mit Pfeil und Bogen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll hier gleich. Mit den Dudes. Also hier kommen gleich so schwarze Ritter oder Silberritter mit ihrem Fuckbogen. Den Großbogen. Okay. Und ja, die schubsen mich runter. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch bei dieser Stelle jetzt. Weiß nicht genau, wie ich da durchkommen soll. Muss ich schon ziemlich viel Glück haben, glaube ich. Wie gesagt, ziemlich viel Glück haben, glaube ich. Und ja, wir schauen einfach mal, ob ich Glück habe oder nicht. Und wenn ich nicht Glück habe, dann muss ich mir... Wenn ich kein Glück habe, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber was? Das ist eine gute Frage. Seht ihr die Scheiße? Wenn ich von so einem Pfeil getroffen werde, schnipp ich weg. Ich muss jetzt hoch. Genau da, wo der rechte steht, muss ich lang. Weißt du, so ganz kleiner Weg, sage ich mal. Und da muss ich vorbei. Genau hier muss ich vorbei. Deswegen will ich den jetzt mal versuchen, hier runterfallen zu lassen. Jawoll! Profi! Habt ihr das gesehen? Alter, ich hau hier die Threads raus.
Ja, nichts sagen, aber ich bin hier so fucking oft gestorben. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, hier, das würde ich gerne entfachen eigentlich. Das ist das nächste am Boss. Wir sind gleich bei Ornstein und Smough. Uff, das wird nicht lustig. Absolut keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich will mehr Leben. Habe ich hier Seelen gefunden? Ich glaube nicht, ja. Nee. Scheiße. Bisher noch nicht mal Seelen gefunden. So, hier gehe ich jetzt natürlich auch. Also, hier gehe ich jetzt nur die Wege, die ich gehen muss. Das schließt auch wieder einen kleinen Shortcut mit ein, nämlich einfach hier über diese Brüstung springen. Damit habe ich mir jetzt eigentlich das komplette Gewölbe hier gespart. Das ist kein Problem. So. Das kann ich doch eigentlich. Schönes Bogenbattle machen mit dem Boy. Und ich da nicht lang muss. Oder ihn da nicht bekämpfen muss. Der kann nämlich echt nervig sein. Okay, kein Problem. Ist gedroppt. Okay. Wir sind an dem Punkt angelangt, wo es auch Großbogen gibt. Aber. Machen wir uns nichts vor, ich habe ein Dex-Build. Ich werde das Scheißding nicht tragen können. Dafür müsste ich irgendwie leveln. Und ich weiß nicht, ob es auffällt, aber Seelen sind leichte Mangelware. Ja, nur leicht. Ja. Übrigens, bei dem anderen OBS sind die Dateien größer. Wer hätte das gedacht? Yay, sieht wahrscheinlich auch ein bisschen besser aus. Für euch. Nicht so verpixelt wie bei dem anderen. Soll ich euch mal sagen, wie groß das andere Video war? Es waren 104 GB. Das letzte Video. Und dafür sah es aus wie Scheiße. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Also das sah aus wie Scheiße. Okay. Das Schlimmste überlebt. Shortcut aufmachen. Sehr schön. Und ja. Der Schmied wird nichts für mich haben. Sehe ich doch. Hinter ist der Falkenring, damit kann ich aus weiterer Entfernung größeren Schaden machen anscheinend. Aber wenn ich jetzt irgendeinen von meinen Ringen ablege, also den goldenen Ring will man niemals ablegen. Weil der dann zerbricht und weg ist. Und Havels Ring. Machen wir uns nichts vor, ohne Havels Ring wäre ich jetzt langsam wie ein Haufen Scheiße. Ohne Havels Ring wäre ich langsam wie Havel. Das wollen wir auch nicht. Nicht unbedingt. So, jetzt tue ich mir jetzt mit dem Großbogen und guck mal, was der für Stats braucht. So, Drachentöter Großbogen. Was benötigst du? 20 Stärke, das ist machbar. Das ist machbar. Leute, das ist machbar. Versteht ihr? Das ist einfach nur machbar. Nicht schlecht. Okay. Okay. Ich glaube, das wird die Zweitwaffe. Nicht der Kompositbogen, sondern der große. Der schöne große Bogen. Ab in den Rücken mit den Pfeilen, yo. Weil dann fliegen die Gegner weg, sage ich euch. Ich habe den bis jetzt, glaube ich, auch nur einmal benutzt. Und das war bei meinem allerersten Run, den ich jemals gemacht habe. Ah, sehr schön. Ja, ich glaube, für den brauchen wir auch Funkeltitanit. Da kommen wir relativ einfach ran, denke ich. Zur Not kann man es auch beim Schmied hier kaufen. Aber. Kann der? Nee, der kann nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich meinen Bogen jetzt schon auf plus 11 machen kann, aber er hat die Glut nicht und der Typ hier kann das nicht. Der könnte mir maximal eine Elektrowaffe draus zimmern oder so. Was nicht zielführend ist, weil eventuell die Gegner, die wir jetzt bekämpfen. Oh, bitte sag mir, ich treffe dich irgendwie von hier.
Oh ja. Okay. Das war seltsam. Einfach durch den durchgeschossen. Okay, den kann ich einfach mal killen. Das ist kein Problem. Das ist so gut. Das ist so verdammt gut. Okay. Puh, hätten wir den Spacko tot? Kann ich den anderen auch killen? Oh, so leer liegt da. Er ist so verlockend, so leer mitzunehmen. Aber das würde ich jetzt nur im schlimmsten Notfall machen. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Mal sterbe oder so. Wenn ich jetzt sehe, ich habe eine geringe Chance gegen die beiden, dann nehme ich Solaire natürlich nicht mit. Das wäre lame. Ich muss mir schon echt sicher sein, dass ich überhaupt keine Chance habe. Bevor ich dieses Fauxpas leiste. Es ist schon mal cool, dass man die Boys einfach wegballern kann. Das hat was. Das ist toll. Gefällt mir. Ey, die haben beide was getroppt. Was ist los? Grauer Brocken. Kann man die hier farmen oder was? Was zum Fick? So, nächster Shortcut auf. So. Da oben sehen wir schon den Nebel. Jetzt wird's nervig. Und stressig und alles Mögliche und alles, was man sich so vorstellen kann, was scheiße ist, wird jetzt auf uns niederprasseln. Also, viel Spaß. Okay, wir brauchen Glück und ein gutes Moveset. Würde gern Ornstein zuerst killen. Wie auch immer ich das mal anstellen soll. Ich sehe ihn gerade nicht mal. Oh, er rutscht schon wieder auf mich zu. Okay. Das ist kein guter Schaden. Verdammt nochmal kein guter Schaden. Ausgewichen. Ich raste aus. Scheiße. Okay. Übrigens der gefürchtetste Kampf in ganz Dark Souls von jedem irgendwie gefühlt. Im Normalfall habe ich überhaupt keine Probleme mit denen, aber mit dem Bogen? Hallo? Es gibt nur einen Bogen? Oh, Smau, du machst es mir schwer. Ich muss unbedingt erst Ornstein killen. Das ist ganz wichtig. Ihr habt gesehen, wie viel Schaden ich Smoke mache. Ist einfach nur zu viel, um es in der ersten Phase zu machen. Sieht noch ganz gut aus. Wird ein bisschen dauern, also. Macht euch nichts vor. Das dauert noch Jahre. Ah, shit. Nein, ich wollte gerade sagen. Da kommt die Wombo-Kombo. Fuck it. Ist aber machbar. Also, ich sehe eine Chance. Ja, ich sehe da die Chance. Das heißt, Solaire wird zu Hause bleiben. Auf den haben wir keinen Bock. Den kann sowieso keiner leiden. Scheiß Solaire. Hab ich recht. Eigentlich mag jeder Solaire. Machen uns da nichts vor. Aber. Doch, ich spür's, ich spür's. Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. So, diesmal spare ich mir die Boys.
Geh direkt rein. Wichtig, erstmal eine 15.000 Seelen einpacken, bevor ich jetzt anfange, hier irgendwelche Scheiße zu machen. So. Und sollte alles wirklich gar nicht funktionieren, was ich hier mache, dann töte ich Smaug halt zuerst, dann muss ich gucken, wie ich mit Ornstein klarkomme. Nicht gut. Ich fühle mich umringt. Und nochmal. Macht euch nichts vor, das wird jetzt echt eine Weile dauern. Also, ich mache euch da jetzt mal keine Hoffnung, dass ich das im nächsten Versuch schaffe. Aber vielleicht strenge ich mich jetzt einfach mal an und kill die Bastarde. Wie wär's damit, Freunde? Habt ihr Bock drauf? Wollt ihr Ornstein und Smaug tot sehen? Dann call ich's jetzt. Wird First Try. Egal. Wird schon. Wir schaffen das. Müssen nur an uns glauben und an den Bay Spirit. Vergesst niemals den Bay Spirit und das Herz der Karten. Wenn ihr das beides, also, wenn ihr an die beiden Sachen glaubt und an die Dragon Balls, dann kann euch eigentlich so gut wie gar nichts mehr im Leben passieren. So gut wie gar nichts mehr im Leben passieren. Ernsthaft? Viele fragen mich immer, hey Data, wie machst du das überhaupt? Ich frage, was denn überhaupt? Also, der Ornstein und Smaug. Ein Bogen. Ist das überhaupt machbar? Ja, dann sag ich, ja klar. Das ist die einfachste Sache, die ich jemals gemacht habe. Und dann, Und dann lachen wir mal alle. Weil ich dann gestorben bin. Nee, an sich ist es ja echt nicht schwer. Wir müssen nur den Fokus behalten. Und uns nicht treffen lassen. Und uns nicht treffen lassen. Hatte ich das mit den Treffen schon angemerkt? Oh fuck. Ah, vielleicht sollte ich nicht so viel reden. Einfach nicht so viel reden. Ach Leute. Ich hasse diesen Kampf jetzt schon. Er macht mich kaputt. Innerlich fühle ich mich leer. Versteht ihr? Der Kampf. Weiß nicht. Was haben sich die Leute dabei gedacht? Wie haben sich die Entwickler gedacht, dass man die bei der Bow-Only-Challenge schaffen soll? Mal ernsthaft. Wie haben die sich das gedacht? Ich meine, es ist ja klar, es ist machbar. Man hat es gesehen. Man muss nur echt aufpassen. Noch ein bisschen vorsichtiger sein als bis jetzt her immer. Also bisher immer. Wir müssen einfach doppelt so vorsichtig jetzt spielen. Das ist kein Problem. Ich denke, dafür bin ich der richtige Mann. Und... Oh shit. Das geht gut los. Ich muss einfach auf meine Fähigkeiten vertrauen auch. So ein bisschen. Und dann wird das, glaube ich, schon. Von ganz alleine. Was? So, ich trigger ihn, dann kann ich ihn einmal anschießen. Vielleicht nochmal? Jawohl, sehr schön. Okay. Smaug, was machst du da? Das Ding ist, Smaug brauche ich überhaupt keinen Schaden machen. Ja. Dadurch, dass der dann eh der zweite Gegner ist, hat er dann eh wieder Full Life. Okay, das war gut. Das war ziemlich gut. Gutes Timing. Oh, ich hasse es, dass man hier nicht nach hinten rennen kann, wenn man niemanden anvisiert hat. Oh, oh. Oh, habe ich verdient. Alles okay, habe ich verdient. Ornstein, habe ich verdient. Lauf! Okay. Oh, ich finde es so cool, wie badass die immer so auf ihn zulaufen. Also außer Smaug. Nicht ganz so badass. Ich meine, guck dir nicht an, der sieht aus wie ein übergewichtiger Sumo-Ringer. Und Sumo-Ringer sind schon fett.
Der ist halt noch übergewichtig dazu. Okay, jetzt muss ich mich heilen. Ich muss weg und mich heilen. Okay, okay. Kein Problem. So, Smough immer schön weiter außen rumlaufen. Das machst du ganz fein. So, jetzt kann ich nicht mehr. Nein! Was zum Fick war das? Okay. Besser Versuch bisher. Bam! Hat er gestaggert oder was? Hat er. Oh, Smough finde ich nicht geil, wenn du Ornstein zu mir schiebst. Das macht ihn gefährlich. Also, Ornstein. Weil er dann näher an mir dran ist. Und ich nicht genau weiß, was er für Moves macht, wenn er genau vor mir steht. Man kann Smough ihm eigentlich keinen Schaden machen. Habe ich Ornstein irgendwie kaputt gemacht? Oder warum macht er nichts? Also, ich finde es gut. Durchaus. Doch entspannt. Ah, jetzt schnellt er wieder auf mich zu. Jetzt muss ich aufpassen. Okay. Okay, ihr separiert euch schon wieder beide. Was soll die Scheiße, ha? Immer triggern, dass er mal schlägt. Smough, du könntest ruhig wieder ein bisschen langsamer werden. Ist schon okay. Lass dich nicht hetzen. Mach keinen Stress, Smough. Alles cool. Fuck. Smough, mach keinen Scheiß. Okay. Okay, wir laufen weiter. Wir laufen weiter im Kreis. Das ist unser Job. Fuck. Vorher umgucken. Bevor ich mich versuche zu heilen. Oh, oh. Nein, 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 nein. Das Gerät außer Kontrolle. Das Gerät außer Kontrolle. Muss los, muss los. Muss los! Fuck! Oh, wir hatten uns schon fast. Okay, das ist machbar. Das ist machbar. Scheiße. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Das war gar nicht so übel, der Versuch. So, Training vorbei. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal ernst. Gegen die Boys. Machen wir ein bisschen ernst. Ich bin ready. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich bin sowas von ready. Ja, das Kampf meines Lebens. Er beginnt jetzt. Also gleich. Puh. Ich glaube, nach Unstellen Smough haben wir nichts mehr zu befürchten. Außer die vier Könige. Quinn. Und so weiter. Und so weiter vor allem. So, das war Hit Nummer 1. So toll, wenn beide auf mich zurennen. Es bockt. Leute, ihr wisst schon, wie man einen beim Ball hält. Oder am Ball hält. Schnell meine Sächen einpacken. Okay. Vielleicht sollte ich der auch einfach liegen lassen. Oh, scheiße. Ich muss noch ein Stück weg. Hier so hin. Okay, immerhin habe ich mittlerweile echt guten Estos. Ich überlege mir gerade wirklich, ob ich erst Smough mache und dann Ornstein. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dann Ornstein nicht schaffe. Weil Ornstein macht man dann irgendwie so eher so im Nahkampf. Und Smough eher so im Fernkampf. Deswegen würde ich schon gerne lieber Ornstein zuerst machen. Ah, ich bin gerade unsicher. Ich zieh's weiter durch. Oder? Wenn er nicht noch ausweichen würde, ey. Ich brauch so einen Free-Hit. Einfach nur einen Move, wo er ein Free-Hit ist. Wow, das ging ganz schön schnell.
Fuck it. Stein. Ich sehe nicht mehr. Ah, da hinten. Okay. Da! Alter, nur weil er ihn verschoben hat, hätte mir sein Scheiß da echt ernsthaft schaden können. Freunde, ich laufe hier schon eine halbe Stunde im Kreis. Okay. Es reicht langsam. Meint ihr nicht? Meint ihr nicht, ist genug? Nein! Okay. Mach weiter. Mach weiter mit deiner scheiß Ohrenstein. Ich meine, Smo, ich weiß nicht, ob der... Merkt er, dass ihn keiner interessiert so richtig gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ah, die Intelligenz ist ihm nicht hold. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Ich glaube, das sind die schlimmsten Momente im Kampf, wenn man einfach nichts sieht. Oder nicht beide im Blick hat. Oh mein Gott. Was tut Smog da? Wow. Was macht denn der da? Ah ja, es wird schon wieder so an mich ran. Da muss ich mal aufpassen. Es sieht immer so aus, als würde es abbrechen, aber dabei geht er nur um eine Kurve oder sowas. Oh shit. Ach, und stell nur auf, so schnell hinter mir herzurennen. Macht mich kirre. Kirre macht ihr mich. Beide. Mist. Oh Gott, das war's wieder, oder? Oh mein Gott, lauf. Lauf, 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 lauf. Gucken, was sie tun. Ich hab gleich keine Estos mehr. Egal, ich hab Menschlichkeit. Menschlichkeit regelt immer. Wie wir alle wissen. Guter Trade. Guter Trade. Machen wir uns nichts vor. Hier muss jetzt der Dodge sitzen. Er saß. Hör auf, mir hinterher zu rennen, du Haufen Scheiße. Gott. Ich muss mich heilen. Hallo, Ohrenstein. Smaugt man nicht. Rennt er auf mich zu? Nein. Ohrenstein. Oh Gott. Das war sinnlos genommener Schaden. Machen wir uns nichts vor. Okay, okay, okay. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Yo. Wenn ich mich nicht so doof treffen lasse. Wo ist los? Alter, jetzt macht er wieder einen schnellen Schuss. Ich raff's nicht. Manchmal macht er so einen übelst langsamen und manchmal einen übelst schnellen. Zum Kotzen. Wir hatten es fast. Oh mein Gott. Ah, ich glaube, im heutigen Part schaffen wir maximal noch die beiden. So. Maximal. Ich brauche mehr Konzentration oder sowas. Ich glaube, ich brauche mehr Estus. Okay. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht genau, welcher Bogen da mehr Schaden gemacht hat. Ich meine, es ist, so müsste es zumindest sein, dass, wie heißt der Bogen nochmal? Keine Ahnung, der schwarze Bogen. Dass der mehr Schaden macht. Aber ich kann halt langsamer nur schießen, deswegen werde ich öfter getroffen. Öfter getroffen werden, ist halt kacke. In meiner Situation.
Oh, Bogenschießen ist hier auch so sperrig, das geht gar nicht. Seht ihr das? Das war irgendwie wieder der langsame Schuss. Ich kacke jetzt auf meine Seelen. Das wird eh der Try, der gewinnt. Also wo ich es schaffe. Ich spüre es. Oh. Ich spüre Schaden, ja. Das spüre ich. Gut ausgewichen, Ornstein. Nicht schlecht. Das kann ich aber auch. Okay. Habe ich verdient, sehe ich ein. Aber mehr nicht. Okay, danke. Das ist wieder der langsame Schuss gewesen, übrigens. Warum macht er dann am Ende immer den schnellen? Das geht mir so auf den Sack. Okay. Wir haben die Hälfte. Von Ornisteinchen. Gleich macht er seinen Run-Charge-Move, nehme ich an. Nein? Er läuft lieber. Jetzt wollte er gerade. Jetzt war er ihn gerade am Machen. Ich weiß nicht, was Smaug da so macht, aber. Auf jeden Fall ist er ein ganz braver Smaug und trifft mich gerade nicht. Finde ich nett. Durchaus. Kann man machen. So. Come on. Lass mich treffen. Yes. Wichtig auch immer die Treffer, wo er mich nicht trifft. So ganz knapp. Das ist immer wichtig, wichtig für die Psyche, auch im Kampf, ja. Und auch wichtig, das war zum Beispiel schlecht. Oh Gott, das ist ganz schlecht gerade. Zwischen den beiden stehen, ganz schlechte Idee. Nein. Nein, 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 kein guter Trade. Ich hätte mich zwar heilen können, aber habe dadurch auch wieder Schaden bekommen. Von daher, nicht gut. Nicht gut. Schieße ich jetzt oder nicht? Nee. Jetzt schieße ich. Bam. Er hat gestaggert. Ziemlich gut. Okay, wir müssen ruhig bleiben. Oh mein Gott. Oh, Ornstein, hör auf mit der Scheiße. Okay. Ein Schuss noch. Leute, spürst, es ist der Try. Es ist der Try. Ornstein stirbt jetzt. Nicht. Ornstein stirbt. Jetzt. Yes. Okay, Ornstein ist tot. Oh, fuck it. Leute, ich glaube, wir haben's. Ich glaube, das Schlimmste ist. Das Schlimmste liegt hinter uns. Darf ich vorstellen? Super Smaug. Super Saiyajin Smaug. So, gegen den haben wir eigentlich keine Probleme, glaube ich. Ich meine, ich stelle mich hier hinter eine Säule. Ich sagte, ich stelle mich hier hinter eine Säule. Er macht irgendwelche Bullshit-Attacken. Und ich mache so guten Schaden. Oh, ich mag's. Es kann mir eigentlich jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr viel passieren. Ich muss nur geduldig auf meine Schläge warten, Schüsse, Openings, was auch immer. Die Scheiße sollte mich auf jeden Fall nicht treffen. Er kann das aber gerne die ganze Zeit gegen diese Säule machen. Dann habe ich relativ einfaches Spiel. Kann das auch noch eine Säule weitermachen. Ist kein Problem. So. Ich könnte auf jeden Fall One-Hit sein. Wie habe ich es eigentlich geschafft, jetzt so gut wie kein Estus zu benutzen? Das war wirklich der richtige Try einfach nur, ne?
Ich hatte das richtige Feeling. Kennt ihr das Lied? I got a feeling, oh. Oder sowas, wie das geht. Ich hab keine Ahnung. Ich kenn mich damit nicht aus. Ich kenn das Lied nicht mal. Würde ich sagen. Egal. Smau, du bist scheiße. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das war überhaupt nicht gut, ey. Es war zum Beispiel gerade nicht gut für die Moral. Aber wir können jetzt eigentlich mittlerweile auf Moral scheißen und ihn einfach nur umbringen. Oh, come on. Alter, willst du mich verarschen? Smoke, fick dich. In die Kehle. In die Kehle. Wie viele Versuche habe ich gebraucht? 6? Bin ich zufrieden mit. Absolut zufrieden. Boah. Heilige Scheiße. Heilige, heilige Scheiße. Okay. Fuck, bin ich zufrieden damit. Sehr geil. Puh. Und zwar... Ich setze mich noch nicht ins Feuer. Ich hole jetzt mal das Lord Vessel. Und dann... Puh. Kann ich mich porten. Das wollen wir aber noch nicht machen. Doch, wollen wir. Ah, ist egal. Gib mir das Lordgefäß, Alter. Puh. Wir haben 60% des Spiels geschafft. Circa. 60 fucking Prozent. Okay. Will ich hier noch irgendwas tun? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Warum ich Quinnebier nicht töte? Noch nicht. Noch nicht. Nein. Erst mache ich die gemalte Welt. Sonst wird es ganz schlecht, hier wieder rauszukommen, auf jeden Fall. Ich werde jetzt leveln. Von dieser Scheiße. Okay. Zwei Level noch auf Stärke, dann kann ich den Drachentöter Großbogen nehmen. Es wird alles so viel vereinfachen, glaube ich. So viel vereinfachen. Ich würde gerne mal gucken, was brauche ich, um den zu verstärken. Funkeltitanit. Okay. So, haben wir gleich zweimal hochgemacht. Das Ding ist dann nur, ich muss irgendwo Pfeile davon herkriegen. Oder auftreiben davon. Und das könnte ein bisschen nervig werden. So. Wir können uns jetzt teleportieren. Teleportieren heißt, wir teleportieren uns. Und ehrlich gesagt, dieser Kampf hat mich sehr, sehr angestrengt. Ich zittere förmlich, Freunde. Ich zittere. Und deswegen gehen wir jetzt noch schnell das Lord Vessel abgeben. Ne? Und gucken uns die schöne Cutscene an. Und dann war's das für diese Woche mit Dark Souls. Okay? Cool. Das ist übrigens Fremd. Nom, 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 nom. Das hier unten ist der Ofen der ersten Flamme, besser gesagt das Tor dahin. Ach, leck mich doch. So, hier packen wir jetzt das Ding ein, was wir eben in unserer Tasche hatten. Wir haben eine relativ große Tasche. Oh Mann. Jetzt sehen wir ganz viele Pippi-Nebel. Wo wir jetzt eigentlich als nächstes weitergehen könnten.
Da müssten wir noch dieses Mal ungefähr bei knapp 2 Stunden pro, für die Folge sein. Das ist ganz okay. Ich brauche nämlich echt lange, um diese Kackfolgen hochzuladen, weil die halt so groß sind. Na? Und die hier ist ja noch größer als die andere. Also, naja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, war es das für diese Woche von Dark Souls über Only und so. Part 2 sozusagen. Nächste Woche geht es wahrscheinlich weiter, wenn ich es schaffe. Ich hoffe es doch. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Lasst doch einen Kommentar da. Unterhaltet euch mit mir, versteht ihr? Das bockt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin euer Delta und dann bis zum nächsten Part. Ciao.